Also, ich weiß echt nicht, was sie sich bei diesem Level dachten. Ich weiß nicht, warum wir da keinen Schwung mehr bekommen. So wie es das Spiel eigentlich möchte. Und wir bekommen auch nicht genügend, um da hochzukommen. Auch hier wieder ein klassischer Fall von, wir machen eigentlich die ganze Zeit das, was das... Es tut so weh. Es tut wirklich so weh. Also es steht jetzt schon mal fest, wenn wir mit diesem Teil durch sind, wird es erstmal nicht Tomb Raider World geben. Ich brauche definitiv eine Tomb Raider Pause. Denn dieses Spiel fügt mir seelischen Schmerz zu und meine Therapeutin verbietet mir inzwischen, dieses Spiel zu spielen. Nur wegen diesem Spiel mache ich anscheinend Rückschritte. Ich könnte gar nicht so viel essen, wie ich gerade kotzen wollen würde. Warum? Wir waren so weit. Und dann kommt sowas natürlich. Es musste doch klar sein. Wir schaffen das einmal. Ein einziges Mal schaffen wir es. Und dann muss natürlich irgendwas dazwischen kommen. Das Ding ist nur, wenn wir es gleich nochmal schaffen, heißt es ja nicht einmal, dass es dann, dass wir es dann wirklich sicher nochmal schaffen. Jetzt geht das raus. Ich will nicht mehr, Alter. Ich will einfach nicht mehr. Es gibt einfach nichts Schlimmeres. In der Zeit hätte ich einfach den ganzen ersten Teil nochmal spielen können. So, dann wären wir wieder oben gewesen, das wäre kein Problem. Aber nein, stattdessen bin ich ein Vollidiot. Du willst dann natürlich wieder richtig machen. Dabei haben wir den Boss auch nicht richtig gespielt. Da haben wir es auch irgendwie mit Tricks geschafft. Zwar mit den langen und dummen We ja, das ist genau das, was ich meinte. Nur weil wir es dieses eine Mal geschafft haben, heißt es nicht, dass wir es direkt danach nochmal schaffen. Es ist so großartig. So. Es wäre jetzt so gut, einfach aufzuhören. Es wäre so wichtig. Ich könnte so viele Dinge machen. Wir könnten Harry Potter und die Heiligtümer des Todes spielen. Hogwarts Legacy. Wie ich.
Alles wäre jetzt besser, außer dieses Level. Das ist so extrem. Wie kann bitte ein Level so extrem hart sein? Warum? Ich verstehe es nicht. Weil die halt in zwei verschiedenen Momenten da einfach rauskommen. Du musst halt vom ersten Fass geschnitten werden, damit du das zweite überhaupt nicht triffst. Und das verstehe ich nicht. Jetzt war es mir einfach nur noch scheißegal. Ich bin mir sicher, wir sitzen da schon eine halbe Stunde dran. Zwei Folgen locker. Das ist großartig. Vielleicht schaffen wir das ja noch diese Woche. Also jetzt ist sicher, das lohnt sich so gar nicht, diesen Weg hier zu nehmen. Ja, schön, cool. Großartig. So. So, und wann soll wir hier... Ja, vor allem, die springt ja auch nicht dann, wann du es willst. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, die springt nicht dann, wann du willst. Muss ich jetzt natürlich wieder umdrehen. Es ist so ein Dreckslevel. Wirklich. Das hat keine Daseinsberechtigung. Boah, an dieser Stelle würde ich einfach so gerne in den Debug-Modus da hoch beamen. Ah, es gibt nichts Schrecklicheres als ein viel zu unfaires Level. Ich würde mich gerne darüber aufregen, aber ich kann es einfach nicht mehr. Thank you.
Ja, ich hoffe einfach mal. Ich bin verwirrt. Okay. Warum will sie da, sich da nicht festhalten? Warum macht sie das bei jedem? Nur hier nicht. Habe ich eine extra Buggy-Version von dem Spiel bekommen? Die hält sich halt an der falschen Stelle fest. Dagegen kann ich einfach nichts machen. Ich kann dir nicht sagen, Lara, halt dich bitte an der richtigen Stelle fest. Sonst macht sie nicht. Also ich weiß auch nicht, warum das Problem existiert, aber... Wie scheint, können wir dieses Level nicht beenden, einfach nur weil es so verbuggt ist. Es ist großartig. Das ist ja sogar noch dümmer. How? Wie? Also wir können den Sprung jetzt noch 10-mal machen. Aber es wird sich nichts am Ergebnis ändern. Ja, doch. Wenn wir so springen, schon. Immer wieder ist das im Weg? Habe ich eine Kackversion? Was ist mein Problem hier? Ich krieg jetzt nicht mal den ersten Sprung hin. Sie will sich ganz klar daneben festhalten. Und ich glaube, dann wird es auch funktionieren. Ich guck mal kurz, ob das irgendwie ein Bug ist, den man fixen kann oder nicht. Bis gleich. Es ist ja traurig. Also der Sprung, den wir die ganze Zeit versucht haben, der wird so höchstens in einem Glitch funktionieren. Der soll nämlich so nicht funktionieren. Das wäre der Sprung, den das Spiel sehen wollte. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es funktioniert für uns und das reicht mir. Ich weiß nicht, was der eigentliche Weg gewesen wäre. Denn ich habe jetzt beide Varianten gesehen. Einmal das, was wir die ganze Zeit probiert haben, was nicht funktioniert hat.
Wie gesagt, das. Es ist so frustrierend manchmal. Gut. Jetzt müssen wir doch den Weg nehmen. Mist. Dabei habe ich mich gefreut, den Weg nicht nehmen zu müssen. Naja. Wobei, wir könnten vielleicht ein bisschen tricksen, ich weiß nicht. Ja, doch. So ein Stück weit sollen wir es ja auch. So. Jetzt sollen wir ja hier runter. So. Jetzt wieder zu der schrecklichen Passage. So, ich habe gesagt, ich werde das nie wieder hier mit einem Controller machen. Mit Maus und Tastatur macht es nicht besser. Ah, das ist so schön. Ich hab's wirklich vermisst. Nein, nicht wirklich, aber. Wir müssen ganz schnell diesen Sprung da schaffen. Aber wie haben wir das letzte Mal geschafft? Ich drück auf die Scheiß-Leertaste. Es macht mich so wütend. Das Ding ist, wir hätten auch. Ja. Juckt mich jetzt nicht. Ach komm. Ja, in dem Moment wollte ich gerade springen. Irgendwie muss man sich da durchglitschen, weil es sonst nicht funktioniert. Aber ey. Wir haben's. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ach, eine Sache möchte ich noch machen. Ach, schade. Ich wollte eigentlich dadurch sterben, aber. Naja. Ein Fischli. Da kommen wir wieder raus. Ach ja, weil wir ja die Dinger dafür benutzen. Stimmt. Stimmt. Ich erinnere mich wieder, wofür wir das eigentlich alles brauchten. Hat's wenigstens eine gute Sache, schätze ich. Aber der Obelisk von Kaomon, das Level war unnötig schwer. Ja, natürlich, klar. Jetzt haben wir noch solche Viecher, die mir das Leben zur Hölle machen. Okay. Also ich glaube, die Hälfte davon hätte es auch getan. Nein, 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 nein.
Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, das stimmt. Nein. Ja, geh mal. Zack. Ach, Lara. Und das Auge des Horus. Yay! Die Türen gehen auf. Damit haben wir das geschafft. Ich sollte eigentlich nicht siegessicher sein. Aber jetzt müsste eigentlich der Boss folgen. Jetzt geh an Heiligtum. Aua. So. Bitte ein großes. Von den großen haben wir noch ein paar. Die kleinen will ich jetzt nicht unbedingt so schnell. Vergeben. Mal weiter hier. Was hat's damit auf sich? Ich blick da nicht durch. Also wir brauchen hier das. Das heißt, es muss zweimal das ergeben. Aber wiederum darf auch das nicht dahin. Weil sonst geht das ja nicht. Bin ich ehrlich, kein Plan. Machen wir beim nächsten Mal. Bei Tomb Raider Anniversary. Ja, bis dann, haut rein und tschüss.